Ich ließ die Bruchstücke wilder Träume hinter mir, widerwillig. Schmerzen schwollen an und ebbten ab und dann plötzlich war ich wach und am Leben. Und dann habe ich sie gesehen, zum ersten Mal gesehen. Hallo. Wir hätten nicht gedacht, dass du so früh erwachst. Wir sind wirklich überrascht. Bruchstückhafte Erinnerungen schossen durch meinen Kopf. Wo bin ich? Ich erinnere mich nicht. Ja, wir hatten befürchtet, dass dein Gedächtnis unter dem langen Schlaf leiden würde. Keine Sorge, das vergeht. Mein Name ist Uma. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist kein. Einst hattest du in diesem Land große Macht. Ich kenne meinen Namen, aber meine Vergangenheit, ich erinnere mich nur schemenhaft. Dass du erwacht bist, ist schon ein Wunder. Als wir dich fanden, hing dein Leben an einem seidenen Faden. Wir haben dich gepflegt. Und nun kehrst du zurück in die Welt der Lebenden. Und wo bin ich hier? Du bist in Meridian, der Hauptstadt von Nosgoth, dem Land, das du einst unterwerfen und beherrschen wolltest. An deinen Namen erinnerst du dich, aber erinnerst du dich auch daran, was du bist? Natürlich. Dann lass mich dir nun die Zukunft zeigen. Du hast 200 Jahre lang geschlafen. Das ist in dieser Zeit aus Nosgoth geworden. Du warst ein strahlender General, der eine Armee aus Vampiren befehligte. Doch die Mächte, gegen die du gekämpft hast, waren zu stark. Du bist gefallen. Deine Armeen wurden besiegt und vernichtet. Alle dachten, du wärst tot. Wer hat mich besiegt? Die Sarafanen. Ein Orden fanatischer Menschen, die geschworen hatten, alle Vampire zu töten. Ein neuer Führer hatte sie vereint. Mit seinen magischen Kräften gelang es ihm, deine Armee zu vernichten und den Großteil der Vampire zu töten. Du selbst bist diesem Führer, Lord Sarafan, in einem Kampf auf Leben und Tod unterlegen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Unter dem Vorwand, das Land vor den Vampiren zu schützen, errichteten die Sarafanen in Nosgoth eine Schreckensherrschaft. Seit 200 Jahren knechten sie die Menschen nun schon mit eiserner Hand. Gleichzeitig haben sie uns Vampire erbarmungslos gejagt und getötet. Zum Glück haben sie nicht alle Vampire gefunden. Bis jetzt. Du bist unsere Hoffnung. Mit deiner Hilfe können wir die Sarafanen stürzen und die Ordnung wiederherstellen. Die natürliche Ordnung? Vampire, die sich vom Blut der Menschen ernähren? Richtig. Du sagtest unsere Hoffnung. Wer seid ihr? Wir sind die Kabal. Wir kämpfen gegen die Sarafanen. Wir unterwandern sie, wann immer wir können. Aber wir sind zu schwach. Mit ihrer neuen Glyphenmagie können sie uns aufspüren und töten. Täglich werden wir weniger. Ohne Hilfe sind wir dem Untergang geweiht. Wir brauchen dich, Kain. Natürlich. Ihr habt mich sicher nicht aus reiner Barmherzigkeit gerettet. Es muss einen Preis geben. Du musst unserer Bewegung helfen. Die Sarafanen kennen unsere Gesichter. Sobald sie uns sehen, töten sie uns. Doch du bist nur eine alte Legende. Längst begraben und vergessen. Du kannst dich in der Stadt frei bewegen. Das verschafft uns einen Vorteil. Ein hübscher Plan. Und warum sollte ich das tun? Was ist mein Lohn? Eure ewige Dankbarkeit? Hast du dich so sehr verändert? Lord Sarafan hat dich besiegt. Willst du ihn nicht töten? Wenn du ihn vernichtest, steht deinem erneuten Aufstieg nichts im Weg. Du kannst deine neue Armee ausheben und endlich über das Land herrschen. Treibt dich das Verlangen nach Rache und Macht nicht mehr an? Bist du so tot? Wenn ich mich recht erinnere, war ich schon einmal der Bauer in einem großen Spiel. Und ich habe dafür bezahlt. Dieses Mal wirst du überleben. Wir sind deine Verbündeten, keine Verräter. Wir spielen mit offenen Karten. Was wir von dir wollen, ist völlig klar. Wir siegen oder sterben gemeinsam. Ich soll euch also vertrauen? Auch wir müssen dir vertrauen.
Gemeinsam können wir Lord Sarafan stürzen. Nach seinem Tod werden die törichten Narren seines Ordens aufgeben. Doch die Sarafanen sind nicht die einzige Gefahr, der wir uns stellen müssen. Ich fürchte keine Gefahren. Sie sind es, die Angst vor mir haben sollten. Sag mir, wo ich diesen Lord Sarafan finde. In spätestens einer Stunde ist er tot. Arroganter Narr. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ihn längst selbst getötet, Kain. Du bist noch zu schwach, um dich ihm zu stellen. Außerdem wird er von anderen Vampiren bewacht. Vampire in Diensten der Sarafanen? Sind die verrückt? Sie hängen am Leben. Solange sie Lord Sarafan dienen, lässt er sie leben. Ich werde sie mit Freuden erlösen. Du würdest eine Auseinandersetzung in deiner jetzigen Verfassung kaum überleben. Doch wenn du einen Gegner besiegst, kannst du sein Blut trinken und neue Fähigkeiten erwerben. Wir nennen diese Fähigkeiten die dunklen Gaben. Ich werde diese Verräter mit Freuden vernichten. Meine Sinne schwanden, mein Körper schmerzte. Ein Gefühl der Schwäche überkam mich. Du bist hungrig, Vampir. Komm, Vampir. Es wird Zeit für ein Mahl. Ja. Was für eine Magie ist das? Diese Magie wird Flüstern genannt, Kain. Alle Vampire sind dazu in der Lage. Auf diese Weise können wir uns über große Entfernungen unterhalten. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sie war in meinen Gedanken. Ich dachte schon, ich hätte sie selbst gerufen. Keine Sorge. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ich kann nur mit dir sprechen. Und dich hören. Folge jetzt dieser Straße. Ich warte auf dich. Willkommen in den Slums, Kain. Wir stehen hier im ältesten und verwahrlosesten Viertel der Stadt. Nur wenige Menschen wagen sich hierher. Kurz, der perfekte Ort, um dich auszubilden. Mich ausbilden? Ich bin noch kein Straßenköter. Du hast dein Gedächtnis verloren und 200 Jahre lang geschlafen. Du musst deine alten Kräfte wiederfinden, damit du uns helfen kannst. Du musst lernen, wie man kämpft und überlebt. Hattest du mir nicht ein Mahl versprochen? Geduld, Vampir. Erstens, du bist stärker und schneller als jeder Sterbliche. Zweitens, du kannst höher und weiter springen als ein Mensch. Wenn du einmal nicht weiterkommst, solltest du daran denken. So, spring jetzt zu mir. Ausgezeichnet. Du weißt, dass du auch durch die Luft gleiten kannst. Wenn du an einem Vorsprung stehst, kannst du lautlos und vorsichtig nach unten gleiten. Denk daran, wenn ich dir zeige, wie man tötet. Und jetzt, folge mir. Sie wird sich wundern, wie gut ich bereits töten kann. Diese Stadt ist ein Labyrinth. Umso besser kann man in den Gassen jagen. Na, Kain, hast du Hunger? Ja. Ich habe dort unten einen Gefangenen für dich. Irgendein gewöhnlicher Räuber. Er war auf der Suche nach einem wehrlosen Opfer. Tja, leider hat er mich getroffen. Erspar mir deine langweiligen Geschichten und bring mich zu ihm. Dann trink. Ich warte unten auf dich. Du bist gestärkt. Das bin ich. Blut ist dein Leben. Ohne Blut stirbst du. Bist du verletzt? Schließe deine Wunden mit Blut. Außerdem wirst du stärker und widerstandsfähiger, wenn du das Blut deiner Opfer trinkst. Das ist die Lehre der Vampire. Je mehr Kreaturen du aussaugst,
desto mächtiger und stärker wirst du. Lass keinen deiner Feinde am Leben, Kain. Du brauchst ihr Blut und ihre Macht, um zu überleben. So, machen wir weiter. Obwohl wir den Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen sind, haben wir eine entscheidende Schwäche. Während die Menschen das Wasser zum Leben brauchen, ist es für Vampire tödlich. Wasser verbrennt unsere Haut. Wenn wir unter Wasser tauchen, sterben wir. Meide es also um jeden Preis. Du musst wissen, dass überall in Meridian Relikte unserer Vorfahren verstreut sind. Für die Menschen sind sie nutzlos, doch Vampire können die Macht dieser Artefakte nutzen. Finde diese Artefakte auf deiner Reise. Ich habe dir vorhin von unseren sterblichen Feinden, den Seraphanen, erzählt. Sie haben geschworen, die Vampire zu vernichten und schützen sich mit besonderen Verteidigungsanlagen vor uns. Das hier ist ein Schutztor. Wozu soll das gut sein? Wenn du es berührst, verbrennst du dir die Finger. Die Seraphanen haben in ganz Meridian Tore errichtet. Hier kommen wir nicht weiter. Folge mir in die Kanalisation. Deine Kampfkraft bestimmt, wie lange du in den Straßen der Stadt überlebst. Ich werde dir nun zeigen, wie man tötet. Gut. Deine wichtigste Waffe ist deine Beweglichkeit. Du kannst deinem Gegner, dank deiner übermenschlichen Kräfte, mühelos ausweichen. Natürlich kannst du die Angriffe deines Gegners auch abwehren. Ich werde dich jetzt angreifen. Keine Sorge. Ich weiß, mit meinen Klauen umzugehen. Wehre meine Schläge ab. Danach kommen wir zur nächsten Lektion. Wir Vampire haben eine natürliche Waffe. Unsere Klauen. Mit ihnen kannst du deine Feinde töten. Greif mich jetzt an, um ein wenig zu üben. Wenn dein Gegner müde wird, nutze deine Chance und pack ihn. Anschließend kannst du ihn durch die Luft schleudern. Ausgezeichnet. Der Unterricht ist vorbei. Vorläufig. Gehe jetzt weiter durch die Kanalisation. Ich warte auf dich. Da bist du ja endlich. Hinter dieser Tür erwartet dich deine erste echte Prüfung. Einige Räuber haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Einer der Kerle steht Wache. Er ahnt nicht, dass sich sein Henker nähert. Du musst ihn töten, Kain. Weiche seinen Angriffen aus und wehre seine Schläge ab. Töte ihn mit deinen Klauen. Anschließend kannst du sein Blut trinken, um deine eigenen Wunden zu schließen. Ich werde dich dabei beobachten. Vampire sind den Menschen körperlich überlegen und verfügen über dunkle Gaben. Damit sind deine übersinnlichen Fähigkeiten gemeint. Unser Fluch wirkt in jedem Vampir anders. Deshalb haben wir verschiedene Fähigkeiten. Du hast in den letzten 200 Jahren den Großteil deiner ursprünglichen Macht verloren, Kain. Doch eine dunkle Gabe ist dir geblieben. Siehst du den Nebel? Nutze ihn zu deinem Vorteil. Du kannst dich im Nebel nahezu unsichtbar machen. Dadurch kannst du dich deinen ahnungslosen Opfern unbemerkt nähern. Stehst du einer Übermacht von Feinden gegenüber, versteck dich im Nebel und töte sie leise und unerkannt. Wirst du verfolgt, fliehe in den Nebel, um deinen Häschern zu entkommen. Nutze nun deine Gabe und töte diese Menschen auf dem Friedhof. Anschließend machen wir mit der Ausbildung weiter. Was für eine Magie ist das? Das ist eine Energieglyphe. Eine neue Magie, die die Seraphanen in das Land gebracht haben. Sie versorgt ganz Meridian mit Energie. Auch das Tor dort vorn lässt sich mit dieser Energie öffnen. Aktiviere das Glyphenkästchen. Dadurch wird der Hebel des Tores mit Energie versorgt und du kannst das Tor öffnen. Gut gemacht. Die Glyphen werden von Glyphenmachern, den Mitgliedern eines Geheimordens, bedient. Du wirst sie auf deinem Weg durch die Stadt immer wieder treffen. Sie unterhalten sich in der Regel nicht mit Menschen. Wir wissen nur sehr wenig über ihre Herkunft.
Auf dem Markt vor uns geht das gemeine Volk von Meridian seinen schmutzigen Geschäften nach. Hinter dem Markt führt eine Brücke in die Unterstadt. Bahne dir einen Weg nach Osten zur Brücke. Ich erwarte dich dort. Wo willst du hin? Ich gehe vor und sorge dafür, dass du keiner Patrouille der Sarafanen in die Arme läufst. Du bist ihnen noch nicht gewachsen. Wie mutig von dir, mich aus den Augen zu lassen. Betrachte es als Zeichen meines guten Willens. Ich soll hier jemanden treffen. Wer ist da? Ah, du musst kein sein. Und du bist ein Mensch. Es erstaunt mich, dass du einem Vampir wie mir hilfst. Auch die Menschen hassen die Sarafan. Die Dinge, die sie tun, sind nicht richtig, nicht natürlich. Wenn die Vampire sie vertreiben, helfe ich euch. Wo finde ich das Schmugglerviertel? Es ist nur ein Steinwurf von hier entfernt. Geht durch die Tür. Der Gang dahinter führt direkt zu den Schmugglern. Aber pass auf dich auf. Dort unten gibt es Kerle, die dich sofort angreifen. Dann werden sie sterben. Warte. Sag Uma, dass ich dir geholfen habe. Bitte. Sie hat mir die dunkle Gabe versprochen, wenn ich ihr gehorche. Du sagst es ihr doch, oder? Ich bin sicher, dass du bekommst, was du verdienst. Sie waren nur Menschen. Willkommen in einem wahren Kleinort unserer schönen Stadt, dem Schmugglerviertel. Auch wenn es kaum vorstellbar ist, dieses Viertel ist noch verwahrloster als die Slums. Überall lauern Mörder und Diebe. Und natürlich kochen auch die Sarafanen ihr Süppchen. Rechne nicht damit, dass dir die Menschen helfen. Im Gegenteil, pass auf dich auf. Ich lege keinen Wert auf ihre Gastfreundschaft. Du sagtest, ich müsse einen Geheimgang der Schmuggler finden? Ja, er muss irgendwo in diesem Viertel sein. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe ein Mitglied der Kabal gebeten, dir bei der Suche zu helfen. Du findest ihn in der Taverne im Herzen des Viertels. Wie erkenne ich diese Person? Er wird dich erkennen. Finde die Taverne, schnell. Wir unterhalten uns später. Zu euch setzen. Du kennst mich? Ich sollte nach euch Ausschau halten, Herr. Ja, Herr. Ich bin ein Freund der Kabal, Herr. Einer von vielen in der Stadt. Ich soll euch helfen. Dann tu das. Ich warte. Der Geheimgang, den ihr sucht, beginnt in einer unterirdischen Höhle. Die Diebe haben einen Eingang außerhalb der Kirche. Doch dort lassen sie nur ihresgleichen passieren. Ihr, Herr, müsst hinter der Kirche nach einem Aufzug suchen. Er bringt euch nach unten. Und wo genau ist dieser Aufzug? In einem eingestürzten Teil des Viertels, hinter der Kirche. Aber denkt daran, niemand außer den Dieben darf die Kirche betreten. Die Wachen dort werden euch angreifen, sobald sie euch sehen. Ich werde vorsichtig sein. Hilfe! Hilft mir denn keiner, bitte! Wachen! Holt die Sarafan! Hilf mir denn keiner, bitte!
Mann, unser Gebieter hatte recht. Du lebst. Erinnerst du dich an mich, Kain? Immerhin habe ich dir stets treu gedient. Faustus, einer der Legionäre in meinem Vampirheer. Ein unbedeutender Soldat. Und nun war er ein Verräter. Faustus, dann stimmt es also. Ich wollte es nicht glauben. Vampire haben sich gegen ihre eigenen Brüder gewandt. Ha, Brüder, ich diene den Sarafanen. Sie beschützen mich, sie geben mir Macht. Und wer könnte einen Vampir besser töten als ein noch mächtigerer Vampir? Die Geschichte wird von Siegern geschrieben, Kain. Sie sind meine Brüder. Wie viele von uns haben die Sarafanen getötet? Wie viele von uns hast du ihnen ausgeliefert? Wen interessieren die Toten? Ich weine nicht um sie. Und ich werde auch um dich nicht weinen. Sieh dich um, Faustus. Bist du immer noch überzeugt von deinem Sieg? Ein unbedeutender Rückschlag. Unser Gebieter weiß, dass du hier bist. Einmal hat er dich schon geschlagen. Nun wird er dich begraben. Schade, dass du das nicht mehr erleben wirst, Faustus. Denn zunächst begrabe ich dich. Gute Arbeit, Kain. Du hast dich im Schmugglerviertel sehr klug verhalten. Vielleicht hatte unser Anführer doch recht. Ah ja, der mysteriöse Anführer. Sagst du mir jetzt endlich, wer er ist? Sein Name ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es ist jedoch an der Zeit, dass du ihn triffst. Geh zum Heiligtum. Dort ist unser Hauptquartier. Unser Anführer erwartet dich bereits. Hierhin, geh dorthin. Wofür hältst du mich? Ich bin noch kein Laufbursche. Du bist noch kein General, Kain. Also spar dir deine Forderungen. Geh zum Heiligtum und warte dort auf mich. Ich habe Befehl, das Industrieviertel im Norden der Stadt zu erforschen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort erzähle ich dir, was ich entdeckt habe. Ich brauche Antworten, Mädchen. Ich will Lord Sarafan. Wir auch, Kain. Aber erst, wenn du bereit bist und unsere Zeit gekommen ist. Du solltest dich davor hüten, mich zu unterschätzen. Das tue ich nicht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich will dich nicht durch eine unüberlegte Tat verlieren. Na gut. Wo ist dieses Heiligtum? Geh zum Roten Raben. Sprich dort mit der Kellnerin. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Warum habe ich getan, was sie wollte? Und wieso habe ich ihr vertraut? Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber dieses Mal... Du hast mich heute wirklich beeindruckt, Kain. Wir werden bald wieder zusammenarbeiten und diese Plage aus unserem Land vertreiben. Sperrbezirk. Hier kommen nur die Arbeiter der Nachtschicht durch. Ich bin die Nachtschicht. Dann verrate mir, für wen du arbeitest. Ich arbeite für niemanden. Zieh Leine und lass mich in Ruhe. Wir sehen uns wieder. Bald. Was willst du? Informationen.
Uma schickt mich. Du hast eine Nachricht für mich. Ich weiß nur, was sie mir gesagt haben. Und wer sind sie? Glaub mir, es war dunkel und ich weiß nicht, woher die Stimme kam. Es war, als würde die Dunkelheit selbst mit mir sprechen. Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Geh zum Händler in der Nähe des Lagerhauses. Er hat wichtige Neuigkeiten. Ist das alles? Nein. Wenn du diesem Idioten Duncan sagst, dass du für Duckets Händler arbeitest, lässt er dich durch das Tor am Arbeiterviertel. Bist du taub? Nur für Arbeiter! Ich arbeite für Duckets Händler. Und jetzt lass mich rein. Ohne Kennwort kommst du hier nicht rein. Guten Abend, mein Freund. Kann ich euch helfen, Herr? Uma schickt mich. Wir beide müssen uns unterhalten. Ah, ihr seid einer von ihnen, nicht wahr? Was meinst du damit? Ach, egal. Ihr sucht also das Heiligtum? Richtig. Es ist unter dem Blue Lady Shop im Osten dieses Viertels. Heute Nacht wimmelt es hier von Wachen. Es wird nicht einfach sein, hinzukommen. Dächer, dunkle Gassen und die Kanäle sind die Freunde all derer, die unentdeckt bleiben wollen. Allerdings sind ihre Bewohner nicht unbedingt eure Freunde. Zuerst müsst ihr an dem Wachposten unten am Tor vorbei. Das Kennwort ist Mitternacht. Dann lässt er euch durch. Meinen Dank. Kennwort. Mitternacht. Moment. Wer schleicht sich hier in der Dunkelheit herum? Zeig dich und stirb! Welche arme Seele wagt es, mich bei meinem Mahl zu stören? Jemand, der deinen Durst und dein Los teilt. Ah, eine Stimme aus der Vergangenheit. Dann stimmt es also. Kain schleicht wieder durch Nosgoth. Woher kennst du mich, Kreatur? Wie gerne würde ich dich auf der Stelle vernichten. Leider muss ich verschwinden. Gute Nacht. Warte! Na, wie gefällt dir mein Werk, Kain? Ich halte ein opulentes Mahl. Du bist ein schäbiger Mörder. Du setzt mit derartigen Aderlässen dein Leben aufs Spiel. Nicht mein Leben ist in Gefahr, Kain, sondern deines. Dann dienst du also den Sarafanen. Ich diene nur mir selbst. Ah, ich hatte schon fast vergessen, wie sehr ich deine Arroganz hasse. Es wird mir eine Freude sein, dich zum Schweigen zu bringen. Wir werden uns wiedersehen. Schon bald. Vorador, der reformierte Sado-Hedonist. Ich hatte ihn schon einmal getroffen, bevor er Patriarch wurde. Schon damals hatte ich nicht gewusst, ob ich ihm trauen kann. Ah ja, der Vater aller Vampire. Wer sonst sollte den Widerstand anführen? Ich fühle mich geehrt, Vorador. Spar dir deine falschen Höflichkeiten, Kain. Allein die Not macht uns zu Verbündeten. Trotzdem, willkommen im Heiligtum. Dein altes Schloss war prunkvoller. Aber ich nehme an, damit müssen wir leben. Es erfüllt seinen Zweck. Wir haben wenig Zeit. Die Sarafanen werden von Tag zu Tag mächtiger. Bald haben sie all unsere Schlupfwinkel zerstört. Wir stehen wieder einmal vor der Vernichtung. Das dachten sie schon einmal. Und du hast sie Lügen gestraft. Du hast eine neue Rasse erschaffen. Etwas, das ich niemals vermocht hätte.
Und wenig später hatte ich meine Armee. Nun sind wir gespalten. Und am Ende. Dann unternimm etwas. Erschaffe neue Vampire. Man braucht viel Zeit und Energie, um einen Vampir zu erschaffen. Ich bin nicht stark genug. Nein, Uma hat es dir bereits gesagt. Wir müssen Lord Sarafan töten. Wenn er tot ist, wird ihre Macht versiegen. Du bist weit gekommen, Kain, und du hast dich als unser wichtigster Verbündeter erwiesen. Wir müssen unseren Angriff vorbereiten. Borador! Was ist? Es ist schrecklich, verzeiht mir, Gebieter. Uma wurde gefangen genommen. Gefangen genommen? Wie? Sie hat das Hauptgebäude im Industrieviertel durchsucht, wie ihr befohlen hattet. Ich stand vor dem Haus Wache. Sie hat mir zugeflüstert, dass sie etwas Wichtiges gefunden hätte. Was denn? Keine Ahnung. Bevor sie es mir sagen konnte, haben die Sarafanen sie entdeckt. Ich wollte ihr helfen, aber überall Wachen. Ich konnte nichts tun. Sie sagten, sie würden Uma in die Festung der Sarafanen bringen, um sie hinzurichten. Nein! Dann haben sie mich entdeckt und ich musste fliehen. Vergebt mir, Borador. Ich muss wissen, was sie entdeckt hat. Wir müssen ihr vor allem das Leben retten, Kain. Ja, natürlich. Ich soll sie also retten, Gebieter? Ein Vampir, der sich der Festung nähert, würde sofort entdeckt. Du kannst dich allerdings tarnen. Der Haupteingang der Festung wird schwer bewacht. Sprich mit dem Bischof von Meridian. Bischof ist auf unserer Seite? Die Aussicht auf Unsterblichkeit kann sehr überzeugend sein. Vor allem für einen Bischof, dessen Glaube an das Leben nach dem Tode nicht sehr groß ist. Der Bischof kennt einen geheimen Eingang in die Festung. Du findest ihn in der Oberstadt. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann lässt er dich in die Festung. Und wenn Uma bereits tot ist? Dann stirbt ihre Entdeckung mit ihr. Und mit ihr unsere Hoffnung. Geh jetzt, Kain. Finde den Bischof. Du hast Umas Leben in der Hand, wie uns alle. So, die Gerüchte sind also wahr. Markus, mein alter Freund. Wie kommst du darauf, Kain? Wir waren nie Freunde. Willst du unser Wiedersehen mit alten Geschichten trüben? Ich gebe zu, dass unser letztes Treffen unerfreulich war. Du hast versucht, mich zu töten. Ist mir offenbar nicht gelungen. Ich war dir zu mächtig. Du wusstest, dass ich stärker bin als du. Hast du mich deshalb angebettelt, an deiner Seite gegen Nosgoth in die Schlacht zu ziehen? Angebettelt? Ich habe nie gebettelt. In deiner Arroganz hieltst du mich für tot. Doch ich war stärker, als du dachtest. Ich kroch aus meinem Sarg und floh in ein Versteck. Das ist der Markus, den ich kenne. Nach dem Sieg der Sarafanen erkannte ich, dass mein Schicksal untrennbar mit Lord Sarafan verbunden ist. Also bot ich ihm meine Dienste an. Ich habe dich immer für einen verlogenen, feigen Opportunisten gehalten. Wirklich schade, dass meine Schlamperei so großes Leid verursacht hat. Dieses Mal wirst du wirklich sterben. Das verspreche ich dir. Nein, Kain, du unterschätzt mich schon wieder. Wir beide haben sehr unterschiedliche dunkle Gaben. In den Jahren deiner Abwesenheit hat sich meine Macht um ein Vielfaches vergrößert. Ich weiß, dass ich alle lebenden Wesen meinem Willen unterwerfen und zu willigen Sklaven machen kann. Du wirst vor mir knien, Kain, und Lord Sarafan wird über meine neuen Sklaven mehr als erfreut sein. Und jetzt unterwirf dich! Was? Unmöglich! An welchen Wesen hast du deine Fähigkeiten denn erprobt? An dummen, sterblichen Narren, die nur Huren und Schmutz im Kopf haben? Ich bin für deine ach so große Macht wohl zu stark. Wie? Egal. Immerhin konnte ich deine Gedanken lesen. Du suchst den Bischof von Meridia, nicht wahr? Er hat wichtige Informationen für dich. Guter Trick. Du wirst diese Informationen niemals bekommen, dafür sorge ich. Vielleicht findest du den Bischof, Kain. Aber wenn es soweit ist, wird er tot sein. Nicht, wenn ich ihn zuerst finde. Hey, du da! Bring mich sofort zum Anwesen des Bischofs! Wir haben Befehl, nach einem Vampir Ausschau zu halten.
Aber nicht nach mir, Idiot. Du kennst mich. Kein ist der, den ihr sucht. Nun, er wird uns seinen Namen vermutlich nicht verraten. Ihr sollt ihn töten, sobald ihr ihn seht. Das sind unsere Befehle. Du musst zum Anwesen des Bischofs am anderen Ende der Stadt. Nur er kennt den Geheimgang in die Festung der Sarafanen. Es wird schon dunkel, sei also vorsichtig. Die Wachen sind in Alarmbereitschaft. Wenn sie dich sehen, töten sie dich. Kain, das Anwesen des Bischofs ist ganz in der Nähe. Allerdings haben die Sarafanen die Straßen abgeriegelt. Du musst sie irgendwie dazu bringen, dass sie die Tore öffnen. Such den Glockenturm und läute die Glocke. Dann denken die Arbeiter, sie haben Schichtwechsel und öffnen die Tore. Wir haben Befehl, nach einem Vampir Ausschau zu halten. Ihr sollt ihn töten, sobald ihr ihn seht. Hey du, was hast du hier zu suchen? Wer bist du? Ich flehe euch an. Seid gnädig, Herr. Ich war Butler des Bischofs von Meridian, aber die Sarafanen, sie sind hier. Ich wollte hier warten. Wo sind sie? Sie beschuldigen den Bischof, dass er die Vampire unterstützt. Sie suchen nach Beweisen. Ich flehe euch an, sagt ihnen nicht, wo ich bin. Ich tue alles. Ja, das wirst du. Sag mir zuerst, wo ich den Bischof finde. Ich kann nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Soll ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Vorador, der Vampir, schickt mich. Oder soll ich dich einfach töten und meine Suche fortsetzen? Du hast die Wahl. Die Kathedrale. Erst in der Kathedrale. Er dachte, dort wäre er sicher. Heiliger Boden wird seine Häscher nicht aufhalten. Wo ist die Kathedrale? Im Nordosten. Aber das hilft euch nichts. Ihr dürft sie ohne Genehmigung nicht betreten. Ich würde sagen, du zeigst mir jetzt den Weg. Natürlich, Herr. Hier entlang, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Dieser Gang führt zurück zur Straße. Vielen Dank. Gute Nacht. Hallo, alter Mann. Ich nehme an, ihr seid der Bischof von Meridian. Ich muss wissen, wie ich in die Festung der Sarafanen komme. Ihr müsst mir den Weg verraten. Vorador schickt mich. Was ist mit euch? Sprecht! Er spricht nur, wenn ich es ihm befehle. Was? Du kommst zu spät, Kain. Er ist in meiner Gewalt. Lass ihn frei und ich verschone dich, vielleicht. Ich halte alle Trümpfe in der Hand. Ergib dich, oder ich töte ihn. Was interessiert mich das Leben eines Sterblichen? Doch der Gedanke, dich endlich zu töten, reizt mich. Sei ehrlich, Markus. Denkst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Bleib mir vom Leib! Du kannst nicht siegen. Der Bischof wird nichts sagen, solange er in meiner Gewalt ist. Und du wirst mich nie erwischen. Thank you.
Alter Mann, lebt ihr? Ich? Ja, ja, ich lebe. Ich muss euch danken, dass ihr diesen Teufel vernichtet habt. Ihr habt mir den Verstand geraubt. Er war ein Anfänger. Bischof, ich brauche eure Hilfe. Vorador schickt mich. Zeigt mir den Weg in die Festung der Sarafanen. Einer unserer Verbündeten wird dort festgehalten. Nur ein Narr dringt in die Höhle des Löwen ein. Aber ja, ich werde euch helfen. Ich bringe euch dorthin und zeige euch den Eingang. Gute Arbeit, Kain. In der Festung der Sarafanen warst du. Es war nicht einfach. Ich habe unterwegs noch einen alten Freund getroffen. Markus. Verstehe. Dann darf ich wohl annehmen, dass noch einer von Lord Sarafans Wächtern tot ist. Das darfst du. Wie oft habe ich versucht, Markus zu überreden, sich uns anzuschließen. Er hat nie auf mich gehört. Meine Argumente waren überzeugender. Ich fühle, dass sie Uma im obersten Stockwerk der Festung festhalten. Du musst dich beeilen. Sie wird in Kürze hingerichtet. Wo ist Lord Sarafan? Ist er hier? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht fühlen. Aber du bist ihm noch nicht gewachsen, Kain. Wenn du ihm begegnest, versteck dich. Wenn er dich sieht, lauf weg. Laufen? Verstecken? Vorador, du kennst mich schlecht. Du musst Uma finden, und zwar schnell. Lass dich von nichts ablenken. Mit den Informationen, die sie im Industrieviertel gesammelt hat, können wir Lord Sarafan vielleicht endlich stürzen. Setze diese große Chance nicht leichtfertig aufs Spiel. Ich war diese Belehrungen über Sicherheit und Pflichten langsam leid. Wie sehr sehnte ich mich danach, meinen einzigen wahren Feind zu töten. Wie sehr sehnte ich mich nach seinem Lebenssaft auf meinen Lippen. Geh, Kain, schnell. Ich behalte dich im Auge. Ich grüße euch, Vampir. Ihr verwechselt mich mit etwas, das ich nicht bin. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich weiß, was ihr seid. Ich arbeite für die Kabal. Und jetzt hört mir zu. Gut, sprecht. Die Frau, die ihr sucht, ist in einem der oberen Türme. Sehr gut. Wie komme ich zu ihr? Nicht so schnell. Ihr müsst durch dieses Schutztor. Und ihr braucht mich, um es zu öffnen. Dann öffnet es sofort. Das werde ich. Doch zuerst müsst ihr einen anderen Auftrag erledigen. Der da wäre? Ein nicht unbedeutender Edelmann ist momentan auf der Burg zu Gast. Tötet ihn. Damit ihr das Schutztor öffnet? Wollt ihr mich zum Narren halten? Öffnet das Tor! Ihr müsst ihn unbedingt töten. Er ist ein Verräter. Er hat großes Leid über die Kabal gebracht. Ich schwöre es euch. Sehe ich aus wie ein gewöhnlicher Mörder? Ich werde das Tor erst öffnen, wenn dieser Mann tot ist. Das verspreche ich euch. Sein Name ist Artemis. Ihr erkennt ihn an seinem blauen Umhang. Erst wenn er tot ist und keine Lügen mehr verbreitet, werde ich dieses Tor öffnen. Werdet ihr ihn töten? Habe ich denn eine andere Wahl? Geht, tötet ihn, Kain. Reißt ihm sein grausames Herz aus dem Leib. Kommt wieder, wenn das Werk vollbracht ist. Wir haben unten mehrere Leichen gefunden. Der Eindringling ist ganz in der Nähe. Du suchst im Innenhof. Ja, Sir. Ich bewache die Zelle. Abtreten!
Kain. Ich hätte nicht gedacht, dass mich noch jemand retten könnte. Du bist mutig oder verrückt. Einigen wir uns auf unbarmherzig. In der Nähe muss eine Glyphe für den Schutzzauber sein. Finde sie und hol mich hier raus. Was hast du im Industrieviertel entdeckt? Sag es mir, falls ich dich nicht retten kann. Ich soll es dir sagen, bevor du mich befreit hast? Was würdest du an meiner Stelle tun, Kain? Ich würde meinem Retter Vertrauen schenken. Die Information ist allein für Vorador bestimmt. Vertraut ihr mir etwa immer noch nicht? Erst wenn du mich befreit hast. Na gut. Ich bin gleich wieder da. Du bist verwundet. Ist nur ein Kratzer. Wir müssen auf das Dach. Sobald wir im Freien sind, kann ich uns mit einem Spruch zum Heiligtum teleportieren. Nein! Endlich! Welcher Sterbliche stört meine Pläne? Wer wagt es, das Blut meiner Diener zu vergießen? Er hatte das Schwert. Der Soul Reaver. Das Schwert, das einst mir gehörte. In seinen widerlichen Klauen. Was haben wir denn da? Du kennst mich. Nein. Ich habe dich vernichtet. Mühelos. Dein Name ist im Strudel der Zeiten untergegangen. Ich habe deine Pläne durchkreuzt. Und dich in die Verdammnis gestürzt. Soll ich das auf deinen Grabstein schreiben? Glaubst du wirklich, dass du mich töten kannst? Diesen Wahn hast du vor langer Zeit mit deinem Blut bezahlt, als ich dich besiegte. Und dennoch hast du nichts dazu gelernt. Was für eine armselige Kreatur. Du wagst es, mich erneut herauszufordern? Stirb, Satan! Kain! Ich bin dein Henker. So will es das Schicksal. Wie oft muss ich dir das noch beweisen? Er ist zu stark für dich, Kain. Mit dem Soul Reaver kann er uns beide töten. Wir müssen fliehen und ihn stellen, wenn wir ihm gewachsen sind. Nein! Lass mich! Dieser stinkende Dämon gehört mir! Ich bin dein Schicksal, Kain. Jetzt und für alle Zeit. Egal wie lange du zögerst, irgendwann kommst du zu mir, um zu sterben. Uma, du lebst. Kain, wir stehen tief in deiner Schuld. Wenn ich will, führe ich auch Befehle aus. Wir haben Lord Sarafan getroffen. Er hat sich offenbart? Er ist ein bisschen mächtiger, als ich dachte. Und er hat den Soul Reaver. Ich frage mich, wieso du mir nichts davon erzählt hast. Für einen Kampf mit Lord Sarafan bist du noch nicht bereit, das habe ich dir gesagt. Es war reiner Zufall, dass wir fliehen konnten. Vorador, ich muss mit dir sprechen. Du hast wichtige Informationen, ich weiß. Sprich ganz offen. Ich war in der großen Fabrik im Industrieviertel. Bevor mich die Wachen fanden, hatte ich in einer riesigen Kammer ein magisches Portal entdeckt. Durch dieses Portal sieht man an einen Ort, den ich noch nie gesehen habe. Das Portal wurde von einem magischen Stein, der auf einem Sockel lag, geöffnet. Vorador, ich glaube, ich habe den Nexusstein gefunden. Den Nexusstein? Natürlich! Was ist das? Rede! Der Nexusstein ist ein mächtiges Artefakt. Er vermag Raum und Zeit zu ändern. Mit seiner Hilfe gelangt man durch magische Tore an jeden Ort in Nosgoth. Ich frage mich, wozu ihn Lord Sarafan im Industrieviertel braucht. Für uns wäre der Stein ein Geschenk des Himmels. Wie meinst du das? Der Träger des Steins kann durch den Soul Reaver nicht verletzt werden. Ich hoffe, das ist keine Legende, die sich in letzter Sekunde als falsch erweist. Oh nein, das ist keine Legende. Der Stein hat seine Macht bereits bewiesen. Lord Sarafan trug den Stein, als er dich vor 200 Jahren besiegte. Was? Wie sonst hätte er der Macht des Soul Reavers widerstehen sollen? Du konntest die Macht des Schwertes nicht entfesseln. Nur deshalb hat er dich besiegt. Dann werde ich mir den Stein holen und den Lord töten. Unter einer Bedingung. Wenn ich den Stein erst habe, gehört er mir. Ich hoffe, das ist euch klar.
Du bist also fest entschlossen, Lord Sarafan zu töten? Du weißt, dass es kein Zurück gibt. Ich war entschlossen, seit ihr mich zu neuem Leben erweckt habt. Niemand bringt mich davon ab. So sei es. Gehe durch den unterirdischen Gang zum Industrieviertel im Nordosten der Stadt. Finde einen Weg durch das Tor, mit dem das Viertel abgeriegelt wird. Ich bin sicher, dass dir etwas Passendes einfällt. Uma? Wenn du im Viertel bist, geh direkt zum Hauptgebäude. Dort wird der Stein aufbewahrt. Ich komme mit dem Nexus-Stein und dem Kopf von Lord Sarafan zurück. Ich verließ die Sicherheit des Heiligtums und tauchte erneut in die Dunkelheit ein. Das Industrieviertel von Meridian war wirklich eine schwer bewachte Festung. Also mischte ich mich unauffällig unter die Arbeiter und begab mich auf die Suche nach dem Nexus-Stein. Ist dir jemand gefolgt? Ha. Diese Menschen beachten mich überhaupt nicht. Ihnen ist nicht klar, dass ich ihr zukünftiger Herr bin. So, erzähl mir von diesem Ort. Uma hat mir gesagt, dass du den Nexus-Stein in der Fabrik hinter dem Damm findest. Eine Gondel bringt dich dorthin. Wenn sie nicht funktioniert, musst du sie mit der Glyphe darunter reaktivieren. Aber hüte dich vor den Wachen. Sonst noch irgendwelche Weisheiten? Ich fühle, dass ein anderer Vampir in der Nähe ist. Ich glaube, er beobachtet dich. Ich melde mich später wieder. Langsam erkannte ich, was es heißt, Gerechtigkeit walten zu lassen. Irgendwann würde mich mein Volk als neuen Herrn feiern. Doch zuvor sollten mich alle Vampire, die ihr eigenes Volk verraten hatten, kennen. Hast du sowas schon mal gesehen? Nicht anfassen. Angeblich ist es magisch und gefährlich. Ah, das sagen sie doch immer. Die Arbeiter schleppen die den ganzen Tag herum. Was soll denn schon groß passieren? Ein Toter. Wir haben einen Toten gefunden. Es wird noch mehr Tote geben. Er ist hier. Ich fühle seine unerträgliche Arroganz. Verdoppelt die Wachen in der Energiekammer. Er darf den Nexus-Stein auf keinen Fall erreichen. Wer ist es, Herr? Ein alter Freund, der bald erkennen wird, dass er ein Nichts ist. Erstatte mir sofort Bericht, wenn du etwas Ungewöhnliches siehst oder hörst. Thank you.
große Kain, nur noch ein gemeiner Dieb. Der Teufel, der mich verfolgt hatte, war endlich ins Licht getreten. Ich kannte ihn. Noch ein Gesicht aus meiner Vergangenheit. Sebastian, du hast mich also die ganze Zeit verfolgt. Ich bin erstaunt, dass du mich jetzt entdeckt hast. Mein Meister schickt mich. Ich soll deinem Treiben ein Ende setzen. Deshalb wirst du jetzt sterben. Dein Meister weiß, dass seine Tage gezählt sind. Einst hätte ich dich verschont, wenn du dich auf meine Seite gestellt hättest. Aber ich habe meine Lektion vor 200 Jahren gelernt. Du warst damals für den Hinterhalt verantwortlich. Du hast mich verraten. Ich habe dafür gesorgt, dass du den Krieg verlierst. Großartig, nicht wahr? So viele Tote in so kurzer Zeit. Und das war mein Werk. Aber warum? Dachtest du, ich würde vor dir kriechen, während du über Noskot herrschst? Du und nicht ich. Lord Sarafan weiß meine Dienste zu schätzen. Ich werde an seiner Seite herrschen und erreichen, was du nie erreicht hast. Du Narr! Denkst du wirklich, dieser Mörder lässt dich auch nur eine Sekunde am Leben, wenn er dich nicht mehr braucht? Ich werde dich vor dieser Enttäuschung bewahren. Bereite dich auf den Tod vor. Ich habe 200 Jahre lang darauf gewartet, dich mit meinen eigenen Händen zu töten. Während du geschlafen hast, bin ich mächtiger und mächtiger geworden. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Was soll das? Erzähl mir vom nächsten Stein und diesem Portal. Wozu braucht ihr es? Rede und ich lass dich leben. Ach, Kain. Wir wissen doch beide, dass du lügst. Du wirst mich auf alle Fälle töten. Dann stell mich zufrieden, bevor du stirbst. Ich werde dir alles sagen, damit ich dein dummes Gesicht sehen kann. Du bist machtlos. Du kannst nicht siegen. Dein Tod ist unvermeidbar. Das Portal führt zu einem alten Mechanismus, tief unter uns, der dich vernichtet, Kain. Noskot wird einen neuen Herrscher bekommen. Welchen Zweck hat dieser Mechanismus? Was will Lord Sarafan damit? Er hat mich nicht in seine Pläne eingeweiht. Aber bald wird es das ganze Land wissen. Seine Bemühungen tragen bereits erste Früchte. Wo ist der Mechanismus? Unter der Erde? Er ist unter Meridian. Such ihn meinetwegen. Ich werde glücklich sterben, da ich weiß, dass deine Bemühungen sinnlos sind. Oh, Sebastian. Uns war ein ruhmreiches Schicksal vorherbestimmt. Das Land lag uns zu Füßen. Gemeinsam hätten wir die Geschichte neu geschrieben. Doch nicht jeder teilte meine Vision. Und nun ist deine Zeit abgelaufen. Dein Tod wird mich noch stärker machen. Ich hoffe, dass dich dieses Wissen in deinem Grab tröstet.
Willkommen, Kain. Wie fühlst du dich? Etwas besser als tot. Wie bin ich hierher gekommen? Du hattest Glück. Einer unserer Vampire sah, wie du durch die Explosion vom Dach der Fabrik geschleudert wurdest. Er hat dich hergebracht. Die Sarafanen waren zu beschäftigt, um dich zu bemerken. Ah, wie ich sehe, hast du den Nexusstein. Und du warst offenbar so freundlich, ihn mir nicht zu stehlen, während ich bewusstlos war. Ich habe einen alten Freund getroffen. Ein Vampir, der den Stein bewachte. Bevor ich ihn tötete, hat er mir etwas Beunruhigendes erzählt. Er erwähnte einen Mechanismus, der den Triumph von Lord Sarafan besiegeln solle. Was weißt du davon, Vorador? Ich habe Gerüchte über seltsame Entdeckungen im Untergrund gehört. Der Legende nach haben die Götter vor Äonen von Jahren riesige Mechanismen im Boden zurückgelassen. Ich weiß, wer uns in dieser Sache weiterhelfen kann. Sie ist eine Seherin. Angeblich ist sie älter als ich. Sie schuldet mir einen Gefallen. Geh zu ihr, Kain. Sie wird dir helfen. Zu ihr gehen? Diese Stadt ist eine Festung. Wie soll ich die Stadt bitte verlassen? Es gibt einen geheimen Gang aus der Stadt. Ich werde ihn dir zeigen. Geh in der Schlucht nach Norden bis zur Hütte. Der Weg ist gefährlich. Seltsame Wesen lauern vor den Toren der Stadt auf Beute. Die Menschen nennen sie Dämonen. Ich glaube, ich habe schon einen von ihnen getroffen. Hoffentlich ist eine Seherin das Risiko wert. Name und Begehr. Was soll das? Zum Teufel, ich fahre jede Woche durch dieses Tor. Ich sagte Name und Begehr. Turo, ich bringe Proviant zur Garnison. Hier ist mein Wegegeld. Die Brücke ist eingestürzt. Schon wieder? Habt ihr sie nicht repariert? Es gibt im Moment Wichtigeres. Eine Kompanie ist schon unterwegs. Legt ihr den Schmugglern endlich das Handwerk? Schmuggler? In den Straßen lauern schlimmere Gefahren. Aber jetzt räumen wir auf. Wurde auch Zeit. Wofür zahle ich Wegegeld, wenn die Straßen nicht sicher sind? Hüte deine Zunge, wenn du sie noch brauchst. Hey, mach das Tor auf! Sein magst. Zeig dich! Die anderen waren vielleicht eine leichte...
Ich hab's gesagt. Sie wird sie verfluchen, hab ich gesagt. Die alte Hexe. Ihre Speichellecker kommen und töten uns alle. Ich hab's ihnen gesagt. Weg mit dir, Fürst der Dunkelheit. Ich habe dich nicht gerufen. Und trotzdem bin ich hier. Das sehe ich. Kain, der Störenfried. Der Hecht im Karpfenteich, der alles verschlingt, was er findet. Du kennst mich, Weib. Besser, als du dich selbst kennst. Dann weißt du auch, warum ich hier bin? Vielleicht. Ich brauche einige Informationen. Was weißt du über den Mechanismus? Den Mechanismus? Du spielst ein gefährliches Spiel. Geh wieder auf die nächtliche Jagd, Vampir. Genieße die Zeit, die du noch hast. Blut allein befriedigt mich nicht mehr. Wo ist der Mechanismus? Ich gehe erst, wenn ich die Antwort kenne. So sehr gefällt dir das Leben als Forradors Schoßhund? Ich bin mein eigener Herr, Hexe. Ja, das sehe ich nun auch. Ich fühle deine innere Überzeugung. Ich werde dir helfen. Nur wenn der Mechanismus vernichtet wird, ist Nosgoth noch zu retten. Vielleicht bist du der Auserwählte, der das Werk vollenden kann. Eines musst du wissen. Der Mechanismus war seit Äonen unter Meridian begraben. Doch nun hat Lord Sarafan ihn aktiviert, um das Land für alle Zeit zu vernichten. Der Zugang zum Mechanismus befindet sich in der Stadt selbst, vor der Nase des Adels. Du erkennst das Gebäude an diesem Zeichen. Du wirst dieses Zeichen mehrmals sehen. Doch nur das erste weist dir den Weg zum Mechanismus. Kein Sterblicher kann ihn bedienen. Ein Vampir sehr wohl. Was muss ich tun? Komm her. Trink. Trink mein Blut. Jetzt. Was für ein Wesen bist du? Du bist anders als alle Vampire, die ich kenne. Es spielt keine Rolle, wer oder was ich bin. Die Zeit drängt. Er ist hier. Tu, was ich dir sage. Wenn du den Mechanismus zerstören und Nosgoth retten möchtest, musst du trinken. Oh, ja, gut. Ja, trink, mein dunkler Prinz. Fühle, wie meine Macht durch deine Adern strömt. Schon jetzt kannst du Dinge mit der Kraft deines Willens manipulieren. Doch die Reichweite deiner Fähigkeiten ist begrenzt. Mit meinem Blut schenke ich dir die Gabe der Telekinese. Nun kannst du auch weit entfernte Objekte manipulieren. Aktiviere so das Symbol, um den Mechanismus zu betreten. Sie sollen brennen. Wenn sie in den Flammen vergehen, werden sie die Sinnlosigkeit ihrer Taten erkennen. Wir werden den Vampir und seinesgleichen für alle Zeiten auslöschen. Ich selbst werde diese Welt läutern. Ich gebe dir den Frieden, den du suchst, Kai. Dein Tod steht kurz bevor. Er hat dich gefunden. Dein Schicksal nimmt seinen Lauf. Ich bringe dich nun zum Eingang des Mechanismus. Nutze dort deine neuen Fähigkeiten, um dir Zugang zu verschaffen. Was ist mit dir, Seherin? Komm mit mir. Ich brauche Verbündete. Bin ich eine Verbündete? Mich erwartet ein anderes Schicksal. Leb wohl, Kain. Seltsam, welche Schatten das Leben gelegentlich vorauswirft. Hier, in diesen seltsamen Gemäuern, traf ich ein Wesen, das
das mir näher stand, als ich je geahnt hätte. Wer stört mich? Keiner deiner Bezwinger? Kein? Du kennst mich, Bestie. Mein Gedächtnis hat Lücken, aber an ein Wesen wie dich müsste ich mich erinnern. Wir sind einander nie begegnet, aber ich kenne dich. Dass du von den Toten zurückgekehrt bist, gibt uns Hoffnung. Ich suche einen alten, sehr mächtigen Mechanismus. Und ich werde jeden töten, der sich mir in den Weg stellt. Fürchte mich nicht. Ich wurde von den Schöpfern dieses Monsters versklavt, um die Maschine am Leben zu erhalten. Dann haben wir vielleicht ein gemeinsames Ziel. Ich bin hier, um den Mechanismus zu zerstören. Ja, und dabei kann ich dir helfen. Das, was du suchst, kannst du nicht alleine vernichten. Es erstreckt sich bis in die Tiefen der Erde und ist größer als eine Stadt. Wenn du den Mechanismus vernichten willst, musst du seinen Schöpfer finden. Lord Sarafan? Nein, der Mechanismus ist älter. Viel älter. Die Wesen, die vor Äonen in Nosgoth lebten, haben uns einiges hinterlassen. Unter anderem den Mechanismus. Lord Sarafan weiß, wie man ihn bedient. Doch nur der Baumeister kann ihn abstellen. Soll das heißen, dass dieses Wesen immer noch lebt? Unmöglich. Es ist... Hör mir zu. Es gibt in Nosgoth einen Ort weit im Norden, an dem die Zeit nichts bedeutet. Dort steht die Zeit still. Der Kerker der Ewigkeit. Die dort gefangenen Sünder bezahlen auf ewig für ihre Verbrechen. Auch der Baumeister ist dort. Der Kerker der Ewigkeit. Ich habe davon gehört. Ich wusste nicht, dass er so nahe bei Meridian liegt. Wie komme ich dorthin? In diesem Raum gibt es einen Gang, der aus der Stadt führt. Folge ihm bis in den Kerker. Wenn dieser Baumeister meine Hilfe ablehnt? Sag ihm, dass du den Mechanismus zerstören willst. Glaub mir, er wird dir helfen. Ich hoffe für dich, dass alles, was du mir gesagt hast, wahr ist. Du kannst mir vertrauen. Wenn du den Mechanismus zerstörst, bin ich endlich frei. Dann stehe ich in deiner Schuld, Kai. Ein Eindringling? Niemand darf uns stören. Wir haben hier einige wichtige Dinge zu erledigen und nichts und niemand darf uns dabei stören. An diesem Ort büßen all diejenigen, die die Gesetze der Götter und der Menschen verletzt und dadurch eine gefährliche Zerrissenheit in sich selbst hervorgerufen haben, durch friedliche, ungestörte Meditation für ihre Taten, bis das innere Gleichgewicht ihrer zerrütteten Seele wiederhergestellt ist. Dieser Läuterungsprozess darf auf keinen Fall gestört werden, egal wie lange die spirituelle Transformation dauert. Daher sind hier keine Gäste oder Besucher gestattet. Und mit Eindringlichen wissen wir umzugehen. Und jetzt geht! Bist du noch immer hier? Ich rate dir zu gehen. Deine Anwesenheit könnte den inneren Läuterungsprozess einiger Sünder stören und das kann ich auf keinen Fall zulassen. Denk an meine Warnung und jetzt geh!
dir doch gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast. Habe ich nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Aber gut, wenn du nicht hören willst, muss ich eben etwas deutlicher werden. Frisches Fleisch! Wo ist mein Fleisch? Blutriefendes frisches Fleisch! Da! Da! Schluss damit, du weißt, dass du das nicht darfst! Zurück! Zurück! Gib mir Fleisch! 1400 Unze pro Tag! Und es soll frisch sein! Auf zwei Beinen! Oder in diesem Fall auf vier! Ich hatte meine Ration. 1400 Unzen oder 20 Stones. Du darfst gehen. Thank you.
Gefangener, ich brauche Informationen. Du bist kein Wärter. Ich flehe dich an. Lass mich frei. Beantworte erst meine Fragen. Ich suche einen Gefangenen, einen Baumeister. Er hat einen riesigen Mechanismus unter der Stadt Meridian gebaut. Du hast ihn gefunden. Das bin ich. Na, so ein Zufall. Ich will den Mechanismus zerstören. Mir wurde gesagt, dass du mir dabei helfen kannst. Das kann ich. Aber als Gegenleistung verlange ich, dass du mich erlöst. Erzähl mir von diesem Mechanismus und ich erfülle dir jeden Wunsch. Ja, ja. Der Mechanismus sollte eine Waffe sein. Er stammt aus einer Zeit, in der zwei Rassen um die Vorherrschaft in Nosgoth kämpften. Im Inneren des Mechanismus lebt eine Kreatur, die jedes lebende Wesen mit einem einzigen Gedanken töten kann. Der Mechanismus sollte die Macht dieser Kreatur kanalisieren und gegen Nosgoth richten. Alle Lebewesen, mit Ausnahme meiner Rasse, sollten auf diese Weise vernichtet werden. Doch bevor ich mein Werk vollenden konnte, wurde ich hier eingekerkert und mein Volk wurde in ein weit schrecklicheres Reich verbannt. Der Mechanismus wurde also nie fertiggestellt. Und trotzdem lebt die Kreatur noch? Wir nannten sie die Masse. Sie ist unsterblich und tödlich, aber ohne Katalysator für ihre Gedanken harmlos. Wir haben die Waffe nie vollendet. Wir mussten einen Weg finden, die Energie der Masse zu entfesseln. Wenn du so willst, brauchten wir ein Netzwerk, das alle Städte mit einbezog. Mit diesem Netzwerk hätten wir die Energie der Masse kanalisieren und unsere Feinde vernichten können. Ein Netzwerk, das sich wie ein Netz durch eine Stadt zieht? Wir haben es nie fertiggestellt. Wir haben den Mechanismus nie benutzt. Aber Lord Sarafar wird es tun. Die Glyphen. Mit den Glyphen kanalisiert er die Energie der Masse. Er will die Stadt, alle Menschen, alle Vampire auslöschen. Das muss sein Plan sein. Wenn du recht hast, solltest du dich beeilen. Doch es wäre zu schwierig, den Mechanismus selbst zu zerstören. Du musst die Masse töten. Ich dachte, sie ist unsterblich. Die Masse hat eine Schwäche. Blut ist Gift für ihren Organismus. Nicht irgendein Blut. Nein, nur das reine Blut der Altvorderen. Mein Blut. Mein Blut wird die Kreatur töten. Trink mein Blut, Vampir. Und töte mit meinem Lebenssaft das, was ich aus Arroganz und Stolz erschaffen habe. Töte mich, damit die Masse stirbt und der Mechanismus vernichtet wird. Armer alter Mann, du hast lange genug gelitten. Ich werde dich von deinen Leiden erlösen. Dein Blut soll in meinen Adern fließen, auf dass ich die Pläne von Lord Sarafan vereiteln kann.
So viele Feinde aus Stein und Fleisch. Ich bewege keinen Finger. Allein mein Wille wird dich vernichten. Ja, ich hasse Wasser. Das wie eine seltsame Magie. Der Nebel lichtet sich. Herr, wartet! Ist das wieder irgendein Trick? Kein Trick, Herr. Ich bin wieder euer treuer Diener, euer erster Krieger. Elender Wurm. Ich habe keinen... Magnus? Ist das möglich? Ich bin es, Herr. Wie ist das möglich? Hier, an diesem verfluchten Ort. Mein bester Krieger. Wie viele Sarafanen hat er getötet? Gemeinsam waren wir unbesiegbar. Magnus, der Verräter! Ist das dein Lohn, dass du mich Lord Sarafan ausgeliefert hast? Herr, ich habe euch nicht... Du hast das Lager verlassen, um dich meinen Feinden anzuschließen, wie all die anderen. Herr, nein. Ich wollte euch nur dienen. In meinem Stolz dachte ich, ich könnte den Krieg mit einer einzigen Tat beenden. Ich wollte Lord Sarafan töten. Allein. Ich war euer erster Ritter. Du bist nie zurückgekehrt. Weil ich versagt habe. Ich wollte ihn töten. Noch heute erinnere ich mich daran, wie er mich besiegte. Ich lag hilflos vor ihm. Dann raubte er mir mit seiner dunklen Magie den Verstand und brachte mich an diesen verfluchten Ort. Aber was ist mit euch, Herr? Ich dachte, ihr wärt tot. Nicht so tot, wie einige meiner Feinde gehofft hatten. Wie du siehst, bin ich zurückgekehrt. Magnus, mein Freund, du hast lange genug gelitten. Es erfüllt mich mit Stolz, dir den Tod zu schenken. Herr, ich danke euch. Geh, mein Freund. Du bist frei. So frei, wie wir übrigen, ob lebend oder tot, nie sein können. Ich fühle eine Veränderung in dir. Du hast den Baumeister gefunden. Du hast recht. Er schenkte mir sein Blut. Und ich erfüllte ihm seinen sehnlichsten Wunsch. Den Tod. Steige nun zum Mechanismus hinab. Die Zeit wird knapp. Meine Lebenskraft schwindet. Der Mechanismus lebt. Du musst ihn zerstören. Was weißt du über die Kreatur im Innern des Mechanismus? Die Sklaven nennen sie die Masse. Sie ist sehr mächtig. Obwohl sie nur ein Tier ist, das Blut in deinen Adern wird sie töten. Du musst...
Wie komme ich zum Mechanismus? Dieser Gang führt dich ans Ziel. Ich komme wieder, wenn ich den Mechanismus zerstört habe. Warte! Du musst deine wahren Feinde kennen, meine Bezwinger. Sie kommen aus einer anderen Welt. Sie kontrollieren die Magie, die Meridian versklavt. In Gestalt der Glyphenmacher ziehen sie im Hintergrund die Fäden. Man nennt sie die Hülden. Und ihr Anführer ist kein anderer als... Lord Sarafan. Sie sind sehr mächtig, Kain. Du wirst sie dort unten treffen. Hüte dich vor ihrer Magie. Nun finde die Masse. Vernichte den Mechanismus. Wir werden meinen Sieg noch heute feiern. Bis später. Ultimative Waffe von Lord Sarafan. Seine Trumpfkarte gegen die Menschen und die Vampire. Doch ich hatte meine eigene Waffe. Ich fühlte, wie das Blut des Baumeisters kalt durch meine Adern floss. Ich musste die Kreatur vergiften, um Lord Sarafans Pläne zu durchkreuzen. Erkennst du mich wieder, die unterdrückte Bestie, die einst hier kauerte? Nun habe ich meine alte Gestalt wieder. Was bist du? Nicht was, Kain, sondern wer?
Mein Gesicht ist dir fremd, nicht aber mein Name. Kennst du die Geschichte des ersten Vampirs? Janus Audron, der legendäre Vampir der Vorzeit. Wie war diese Verwandlung möglich? Janus ist tot. Man hat ihm das Herz aus dem Leib gerissen. Nicht tot, sondern gefangen an diesem Ort. Mein Blut hielt den Mechanismus und die Masse am Leben. Ausgeblutet und erschöpft verwandelte ich mich in diese schreckliche Kreatur. Erst als du die Masse vergiftet hattest, kehrte meine alte Kraft zurück. Das Göttliche kann nicht vollständig vernichtet werden. Göttlich? Du hast in der Gefangenschaft den Verstand verloren, Janus. Der Fluch des Vampirismus ist kein Zeichen von Göttlichkeit. Forsche tief in der Vergangenheit, um die Wahrheit unserer Herkunft zu erkennen, Kain. Vor langer Zeit, lange bevor ich selbst geboren wurde, waren die Vampire gottgleiche Wesen, die über das Land herrschten. Doch wir hatten einen gefährlichen Feind, eine Rasse mit ähnlichen Kräften, aber völlig anderen Idealen. Es entbrannte ein tausendjähriger Krieg. Doch schließlich gewannen wir die Oberhand und verbanden unsere Feinde mit einem mächtigen Zauber in eine andere Dimension. Was hat diese Geschichtslektion mit meiner Aufgabe zu tun? Geduld, Kain. Die Wesen, die einst gegen uns Vampire kämpften, waren die Hülden. Dieselben Hülden, die du eben kennengelernt hast. Sie kontrollieren die Sarafanen. Sie wollen alle Vampire vernichten, die Menschen versklaven und Nosgoth ihrem Willen unterwerfen. Sie kommen wie eine Plage über uns. Sie sind für all das verantwortlich, was das Land bedroht. Die Dämonen, den Mechanismus. Sie sind zurückgekehrt, um sich zu rächen. Sagtest du nicht, sie wurden verbannt? Das wurden sie, Kain. Aber vor einigen hundert Jahren gelang einem Hülden die Rückkehr in unsere Welt. Nach und nach befreite er seine Brüder, doch er war noch nicht mächtig genug, um die Welt zu unterwerfen. Er brauchte eine Armee hier. Und Menschen, denen er die Energie entziehen konnte. Schließlich hörte er von einem Orden, der einst gegen die Vampire gekämpft hatte. So wurde er zum Begründer des neuen Sarafanenordens. Lord Sarafan. Dann war er es, dem die Flucht gelang. Aber wie? Damit kommen wir zu deiner Rolle in dieser Geschichte. Durch die Zerstörung der Säulen des Gleichgewichts ist ein Spalt entstanden, der alle Dimensionen verbindet. Dann hatte ich diesen Krieg ausgelöst? Nein, ich war Schritt für Schritt auf den Pfad geführt worden, der mich hierher gebracht hatte. War ich von Anfang an eine Marionette der Hülden gewesen? Bei dem Gedanken wurde mir übel. Nur so konnte Lord Sarafan in unsere Welt zurückkehren. Durch ein magisches Tor. Durch das Tor der Hülden. Schließe das Tor, Kain. Dann werden alle Hülden in Nosgoth vergehen. Das Tor erhält sie am Leben? Exakt. Es ist ihre einzige Verbindung. Wenn du das Tor schließt, ist der Weg in unsere Welt versperrt. Dann werden alle Hülden sterben, ohne Ausnahme. Auch Lord Sarafan. Verstehe. Schließe das Tor und töte Lord Sarafan, Kain. Schließe das Tor und verbanne die Hülden noch einmal aus unserer Welt. Gut. Und wie geht es weiter? Wir gehen zum Heiligtum. Ich muss Vorador alles erzählen. Dann können wir beraten, wie wir dieses Übel ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Du warst verwundet. Dafür wissen wir jetzt weder, wo Kain ist, noch was er vorhat. Nicht einmal du kannst mit ihm in Verbindung treten. Was ist das?
Nein, warte. Spielen mir meine Augen einen Streich? Janos, mein Gebieter, Sie haben euch getötet. Nein, schlimmer noch. Doch davon erzähle ich dir ein andermal. Wenn es noch ein andermal für uns gibt. Vorador, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben uns schon gefragt, wo du bist. Ich habe getan, was ich tun musste. Kein? Der Mechanismus? Ich habe ihn zerstört. Aber jetzt stehen wir einer noch größeren Bedrohung gegenüber. Was soll das heißen? Eines Tages werde ich euch die ganze Geschichte erzählen, wenn wir alle lange genug leben. Zunächst müsst ihr mir allerdings glauben, dass euer Feind, unser Erzfeind Lord Sarafan, einem Volk angehört, das aus einer anderen Dimension kommt. Er plant die Rückkehr seines Volkes in diese Welt, von der sie die Vampire vor Jahrhunderten verbannt haben. Wir müssen ihn aufhalten, sonst sind alle Vampire verloren. Gebieter, was sollen wir tun? Er hat bereits einen Vorposten in unserer Welt errichtet, die Stadt Hülden, jenseits des Meeres. Dort gelangen seine Brüder durch ein Dimensionstor in unsere Welt. Ursprünglich wollte ich uns alle nach Hülden teleportieren, um Lord Sarafan zu töten. Offensichtlich wird die Stadt aber von einem magischen Schild geschützt. Wenn wir unsere Feinde bekämpfen wollen, müssen wir den Schild zerstören. Vorador, wo liegt Hülden? Kennt einer deiner Spione die Lage der Stadt? Uma, weißt du etwas? Unten am Hafen herrscht seit einigen Monaten ein reger Betrieb. Kriegsschiffe und Frachter werden heimlich be- und entladen. Nur wenige unserer Leute sind lebend vom Hafen zurückgekehrt. Sie sagen, dass alle Schiffe den Hafen auf einen und demselben Kurs verlassen. Leider wissen wir nicht, wohin sie segeln. Sicher nach Hülden. Anders kann ich mir die Aktivitäten am Hafen nicht erklären. Du musst sofort zur Stadt segeln. Finde und zerstöre den Schild. Erst dann können wir dir Verstärkung schicken. Schließe dieses verdammte Tor für immer. Jemand soll mich zum Hafen führen. Ich werde mich an Bord eines Schiffes schleichen. Wenn ich den Schild zerstört habe, melde ich mich. Ich gehe mit ihm. Aber wir brauchen dich hier. Herr, ich kenne den Hafen. Wo ein Einzelner versagen mag, werden wir gemeinsam Erfolg haben. Ich brauche kein Kindermädchen. Ich bin der Aufgabe durchaus gewachsen, das versichere ich euch. Wir dürfen diese Chance nicht verspielen. Alles, wofür wir kämpfen, steht auf dem Spiel. Es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst. Nimm Hilfe an, wenn man sie dir anbietet, Kain. Abgemacht. Ich bereite unsere Armee auf den Endkampf vor. Pass auf dich auf, mein Kind. Passt beide auf euch auf. Nimm Hilfe an, wenn man sie dir anbietet. Bis jetzt hat sich immer gezeigt, dass unerwünschte Hilfe keine Hilfe ist. Vorador sagt, wir sollen nach einem Kriegsschiff suchen. Wir sollten in den südlichen Docks anfangen. Wie gut ist die Gegend bewacht? Die Docks sind der am schwersten bewachte Vorposten der Sarafanen. Sie kontrollieren den Handelsverkehr von und nach Meridian. Die Sarafanen sind nichts im Vergleich zu dem, was ich bereits gesehen und vernichtet habe. Sei kein Narr. Da unten erwarten uns die Besten ihrer Krieger. Die Glyphenritter sind tödlich. Wir werden sehen. Nur eine Frage, Kain. Bevor wir reingehen. Wenn du Lord Sarafan tötest und den Soul Reaver wiederbekommst, was dann? Die Antwort kennst du. Sag du es mir. Dann werden Meridian und Nosgoth endlich mir gehören. Und der Widerstand der Vampire? Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Natürlich. Was? Wiederum hältst du mich eigentlich? Du wagst es! Vorador hat mir alles über dich erzählt, Kain. Er sagt, dass du vor nichts zurückschrecken würdest, um dein Ziel zu erreichen. Absolute Macht! Und wenn du über Nosgoth herrschst, dürfen wir Vampire tun und lassen, was wir wollen. Das soll ich dir glauben? Wir wären die Einzigen, die dir die Macht streitig machen könnten. Nein, du wirst uns verfolgen und töten. Wie würde sich deine Herrschaft von der des Lords unterscheiden? Ich werde meine Taten vor dir nicht rechtfertigen, Uma. Niemand wird sich mir in den Weg stellen,
auch du nicht! Ich bin dir sehr dankbar, dass wir die Hülden mit deiner Hilfe für alle Zeiten besiegen können, Kain. Aber du hast genug getan. Ich werde Lord Sarafan finden und töten. Dann wird Nosgoth wieder den Vampiren gehören. Du Närrin! Du hättest nicht die geringste Chance, diesen Kampf zu überleben! Gib mir jetzt den Nexostein, oder muss ich dich erst töten, damit ich ihn deinen diebischen Fingern entreißen kann? Ah, die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Und so schnell. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, Kain. Leb wohl. Hier darf niemand ohne Kennwort passieren. Der Nebel ist zu dicht. Die Schiffe können erst ablegen, wenn jemand die Leuchttürme einschaltet. Sie lassen mich nicht runter zu den Docks. Angeblich wegen des Nebels. Aber ich muss zu meinem Boot. Sag einfach das Kennwort. Nordstern. Dann lässt er dich durch. Danke, Kumpel. Ich schulde dir was. Du schon wieder. Kennwort. Nordstern. In Ordnung. Komm schon rein. Bleib mir vom Leib. Keine Angst. Bist du Kain? Ich soll dir helfen. Du musst den Leuchtturm neu ausrichten, damit das Versorgungsschiff anlegt und die Zugbrücke gesenkt wird. Ich kann die Türen zum Dock für dich öffnen. Aber vorher musst du den Leuchtturm abschalten. Sonst sehen sie mich. Und wenn sie uns sehen, töten sie uns. So sieht man sich wieder, Una. Kain. Ja, Kain. Wolltest du nicht Lord Sarafan in die Knie zwingen? Ich dachte... Ich weiß. Anscheinend hatte ich Unrecht. Ich war ihm nicht gewachsen. Allein. Es war dennoch sehr mutig von dir. Kain. Ich sterbe. Ja, das wirst du. Ich brauche dein Blut. Bitte, du kannst mich retten. Ich weiß. Sag, mein Kind, kannst du dir mich als Herrscher von Nosgoth vorstellen? Ja, ja, das kann ich jetzt. Und glaubst du, dass Nosgoth rechtmäßig mir gehört? Ja, ja, das glaube ich, Kain, bitte. Dann darfst du sterben. Du kennst die Wahrheit. Nein! Du hättest mich nicht verraten dürfen. Ich hätte dich zu meiner Königin gemacht. Kain. Aber jetzt hast du mich verlassen. Kain, du musst den Dämon aus seinem Käfig befreien. Dann schmuggelst du dich in den leeren Käfig auf das Schiff. Kain, pass auf.
Ah, der Scharlatan zeigt sich. Du spielst ein gefährliches Spiel, Herr der Dunkelheit. Spar dir deine Worte, Dämon. Ich kenne deine Geheimnisse. Deine Pläne werden zu Staub zerfallen. So wahr ich kein heiße. Du hast länger überlebt, als ich dachte. Aber ich habe dich erwartet. Vor dir steht dein Henker. Weißt du nicht, dass der Mechanismus zerstört ist? Du wirst Nosgoth niemals unterwerfen. Diese Welt gehört mir. Du verstehst nichts. Du bist der degenerierte Rest einer unheiligen Rasse. Du schleichst wie ein Parasit durch die Nacht. Und doch bist du genauso leicht zu töten wie die, von deren Blut du lebst. Meine Brüder und ich sind nur noch Schatten unserer einzigen Schönheit. Wir sind wie ihr, gefallene Götter, die um unsere einzige Macht kämpfen. Doch wir werden siegen. Wir werden die Vampire auslöschen und die Welt in ein neues, ruhmreiches Zeitalter führen. Stirb, Kain! Der Nexus-Stein. Tja, so ist das Leben. Das Artefakt, mit dem du mich besiegt hast, wendet sich nun gegen dich. Das ist dein Ende. Es spielt keine Rolle. Das Tor ist offen. Und während wir reden, bereitet sich meine Armee, die diese verweichlichte Welt noch nicht gesehen hat, auf den Angriff vor. Nosgoth gehört mir! Einfach ist das nicht. Warum nicht? Wenn wir bleiben, sterben wir. So viel ist sicher. Und wo sollen wir hin? Wir könnten uns auf eines der Schiffe schleichen. Sie bringen ständig Menschen hierher. Offenbar kommen sie aus einem Land, in dem es mehr von uns gibt. Und wenn sie uns erwischen? Wenn wir bleiben, sterben wir. Wo ist der Unterschied? Und wenn es am Ziel der Schiffe noch schlimmer ist? Was ist das? Der Auserwählte, er muss es sein. Sieh ihn dir an. Er wird es mit ihnen aufnehmen. Herr, stimmt es? Seid ihr der Vampir, der dem Treiben dieser Dämonen ein Ende setzen will? Ich bin Kain. Kennt ihr euch hier aus? Natürlich, Herr. Ich muss den Mechanismus finden, mit dem diese Kreaturen ihre Anwesenheit verbergen. Er kann ihn euch zeigen. Kommt. Dort ist es, Herr. Das Haus dort. Ich habe sie belauscht. Der Mechanismus ist da drin. Vielen Dank. Und jetzt sag mir, was ist das da? Das ist der einzige Weg hinein. Sie haben die Türen des Hauses zerstört. Wie so vieles hier. Und das da? Keine Ahnung. Aber der Sage nach haben die Dämonen dort zum ersten Mal unsere Welt betreten. Der Sage nach? Wie lange lebt euer Volk schon in dieser Gegend? Wir waren immer hier. Der Sage nach haben uns die Götter hier zurückgelassen. Es gibt noch andere. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Die Dämonen bringen sie her, um zu arbeiten. Sie erzählen andere Geschichten. Sie wussten nichts von der Ankunft der Dämonen. Wir mussten ihnen sagen... Genug. Schweigt. Durch das Haus komme ich zum Dimensionstor. Aber zuerst muss ich den Mechanismus zerstören. Seit wann sind die Hülden in dieser Welt? Etwa seit wir völlig ahnungslos unsere unbedeutenden Kriege führten? Thank you.
Abwehrschild von Hilden ist zusammengebrochen. Janus fühlt keine magische Barriere mehr. Ich weiß. Ich habe ihre stinkende Magie vernichtet. Vorläufig. Dann können wir dir nun helfen. Janus wird uns jetzt mit einem Zauber zu dir teleportieren. Exzellent. Ich möchte dir noch persönlich dafür danken, dass du Uma gerettet hast. Ja, natürlich. Jetzt das Dimensionstor der Hülle. Wo ist Uma Kain? Ich fühle sie nicht. Sie wird nicht kommen. Uma ist tot, nicht wahr? Bist du zu spät gekommen? Nein. Ich musste sie bestrafen. Sie hat mir den Nexus-Stein gestohlen. Du hast dich also geweigert, ihr zu helfen? Ich musste sie behandeln wie alle Verräter. Deshalb habe ich sie getötet. Du hast was? Ich tat, was du auch getan hättest, Vorador. Mit jedem Menschen oder Vampir, der sich dir widersetzt. Du Bestie! Sie hat ihr Schicksal selbst gewählt. War sie eine pflichtbewusste Dienerin, die die Befehle ihres Herrn befolgte? Es ist mir egal. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir hätten dir nicht vertrauen dürfen. Willst du unbedingt sterben, alter Freund? Ich warne dich. Du bist mir nicht gewachsen. Wir haben keine Zeit für Streitereien. Das Dimensionstor muss ganz in der Nähe sein. Ich teleportiere uns hin. Wir sind noch nicht fertig. Heute stirbt Lord Sarafan. Morgen. Wir werden sehen. Nein! Diese Runde geht an mich, Fürst der Dunkelheit! Ich muss Vorador helfen. Geh ohne uns weiter, Kain. Ich kann dich in die Nähe des Tors teleportieren. Dann bist du auf dich allein gestellt. Benutze den Nexusstein. Richte seine Magie gegen das Tor. Nur so kannst du es zerstören. Worauf warten wir noch? Bringen wir die Sache zu Ende. Endlich. Ich hatte meine Beute bis in ihren Bau verfolgt. Vor mir lag das Tor der Hülden, durch das der General der Hülden in Gestalt von Lord Sarafan seine dunklen Heerscharen führen wollte, um uns alle zu vernichten. Dein Spiel ist aus, Dämon! Nun schlägt deine letzte Stunde! Kain! Dachtest du kannst mich besiegen? Ich kenne deine Pläne und deine wahre Gestalt. Geh durch das Tor, das du geschaffen hast. Geh zurück zu deinesgleichen, bevor ich es zerstöre. Oder bleib! Stirb auf den Trümmern deines Werks! Ich gebe zu, dass ich dich hier im Herzen meines Reichs nicht erwartet hätte. Du bist in der Tat weit mächtiger, als ich dachte. Darüber kannst du grübeln, wenn du dich entschieden hast. Geh zurück ins Exil oder stirb. Denkst du, das Spiel ist schon vorbei? Denkst du, es endet mit meinem Untergang? Hast du dich nie gefragt, warum so viele deiner Handlanger mich als ihren neuen Herrn gewählt haben? Um meiner Sache zu dienen? Feiglinge und Verräter verschwende ich keinen Gedanken. Sie werden für ihren Verrat büßen. Hast du dir schon einmal überlegt, dass möglicherweise ich einer gerechten Sache diene? Hast du das? Dass dein Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen, nichts weiter ist als das krankhafte Verlangen eines armseligen Adligen nach immer neuer Macht? Schweig, Dämon. Denkst du, ich merke nicht, wie du die Wahrheit verfälschst? Doch alle Verräter, die du deinem Willen unterworfen hast, sind tot. Das gilt auch für Uma, deine letzte Spionin. Uma? Ich habe keine Spionin mit diesem Namen. Du lügst! Du
Glaubst du immer noch, dass du siegen wirst? Solange du den Nexus-Stein trägst, kann ich dich mit dem Schwert nicht verletzen. Aber solange du dich mit dem Stein schützt, kannst du das Tor nicht zerstören. Das nennt man Abzeit. Aber ich habe Zeit. Früher oder später werde ich sehen. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Nein! 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 Ja, dein Gefangener, dessen Blut deine dunklen Pläne ermöglichte. Es war nur gerecht, dir die Freiheit zu rauben und gleichzeitig Rache zu nehmen. Folter und Schmerzen sind zu gut für dich, Vampir. Aber nicht für dich, Hülden. Du hast es gewagt, nach deiner Verbannung in unsere Welt zurückzukehren. Geh dorthin, wo du hingehörst. In die Dimension der Dämonen. Und mit welchem Recht habt ihr mein Volk an diesen Ort des Bösen verbannt? Mit welchem Recht habt ihr uns mit dem Fluch belegt, der uns aus dem Licht vertrieben hat und zu Jägern der Menschen machte? Der Fluch war die gerechte Strafe für unsere Verbannung. Du siehst doch, was ihr aus uns gemacht habt. Ich sehe, dass du endlich deine wahre Gestalt angenommen hast. Dann geh! Aber dreh mir nicht den Rücken zu. Kein, das Schwert! Ich verbanne dich in deine eigene Hölle. Du bist ein Gefangener auf ewig. Nein, Kein! Und jetzt bist du an der Reihe. Ziel noch einmal verlassen, werde ich auf euch warten. So lange wirst du nicht leben. Ich habe lange genug gelebt, um dich zu besiegen. Uma, was sagte sie, als sie mir den Nexus-Stein stahl? Wie würde sich meine Herrschaft von der von Lord Sarafan unterscheiden? Du leben würdest, Uma. Hättest du den Unterschied gesehen, du hättest mir vertrauen sollen. Der Krieg war vorbei. Und dennoch galt es noch, eine andere Schlacht zu schlagen. Ich musste die grausamen Herren von Nosgoth, die nun führerlosen Sarafanen, vernichten. Städte mussten aufgebaut und Gesetze neu geschrieben werden. Dann würde eine neue Zeit beginnen. Meine Zeit. Die Lorbeeren gebühren dem Sieger. Endlich würde Nosgoth mir.